Wenn ein neues Pack für The Sims 4 angekündigt wird, gibt es ebenfalls immer massig neue Trailer und Screenshots, die schon mal die Vorfreude auf den kommenden Inhalt anheizen sollen. In diesem Video möchte ich wieder meine ehrliche und nicht ganz ernst gemeinte Version des Werde-berühmt-Trailers mit euch teilen. Schaut euch am besten nochmal den Original-Trailer in der Beschreibung an. In The Sims 4 Werde-berühmt können in Del Sol Valley Stars geboren werden, aber auch wieder ganz schnell absteigen, wenn man nicht gefühlt jede Minute Zeit in seinen Promi-Status investiert. Jetzt will ich die neuen Regionen in der Sims-Welt vorstellen, unter anderem den Mirage Park, bei dem man in dem Trailer nie ganz sehen kann, wie groß oder auch klein die Regionen in Wirklichkeit sind. Die Sims eifern scheinbar ihren Träumen nach, was aber natürlich nur durch den Spieler und seine Fantasie passieren kann, nicht so wie es im ersten Moment im Trailer klingt. Als nächstes spreche ich über den Starlight Boulevard, welcher hier mit unfassbar vielen Sims in einer sinnvollen Reihe und nicht wie im eigentlichen Spiel zufällig zugestellt wurde. Hier befindet sich der exklusivste Club von Del Sol Valley. Wenn du dir es ganz einfach machen willst, kannst du natürlich auch den Ruhmlevel höher cheaten. Es gibt einige Möglichkeiten, berühmt zu werden. Am besten funktioniert es, wenn du einfach 10-mal hintereinander mit einem Promi quatscht. Dieses Level aufrechtzuerhalten ist aber die wahre Herausforderung. Manchmal passieren aber auch den Profis Fehler in den Trailern. Wenn man ganz genau auf die Ruhmpunkte unten links achtet, flackern diese die ganze Zeit etwas herum. Stars haben manchmal aber auch einige Vorteile, von denen einige wirklich lustig sind, andere etwas sinnlos. Wenn man aber alle freispielen will, kann schon mal etwas Zeit vergehen. Aber Vorsicht, Vorteile bringen Marotten mit sich. Plumber Pictures, da der eigentliche englische Originaltrailer von der Sprechzeit ein kleines bisschen kürzer ist, lasse ich manchmal ganz komische Kunstpausen zwischen meinen einzelnen Halbsätzen. Übrigens, das Pack heißt Werde berühmt. Bevor die Sims drehen, müssen sie zuerst angekleidet und dann geschminkt werden. Hier wirken die Kostüme manchmal wirklich etwas zufällig. Natürlich kann man mit den Kollegen auch proben und die Schauspielerkarriere verbessern, warum auch immer im Trailer von hohen Risiken gesprochen werden, was ist damit gemeint? Wenn man es als Sim geschafft hat, kann man in den Pinnacles einziehen und sich einen riesigen Promi-Palazzo sichern, auf die Welt hinabblicken und das machen, was man als Promi wohl so macht. Gegen Ende stelle ich nochmal ein paar neue Gameplay-Objekte vor, die quasi immer das Sahnehäubchen einer guten Erweiterung darstellen. Wow, ein goldener Thron, was für ein hässlich kitschiges Objekt, was man bestimmt nur einmal in einem Haus verbauen wird. Ganz am Ende gibt es bei fast jedem Trailer nochmal ein kleines Highlight, mit dem man nochmal ein gutes Gefühl bei den Spielern hinterlassen kann. Hole dir jetzt, werde berühmt! Das war's mit meinem ehrlichen Trailer. Welche Dinge wurden eurer Meinung nach im Trailer anders dargestellt als im fertigen Pack? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.